Hey zusammen, ich bin gerade richtig gut drauf. Ich freue mich mega, denn heute fische ich mal wieder eine Nacht. Und im Verlauf des Videos werden wir noch über die Geschichte des Hairrigs reden. Da freue ich mich auch schon drauf, finde es nämlich ein riesen spannendes Thema. Und jetzt muss ich erstmal Gas geben, dass ich überhaupt noch vor Dunkelheit meine Ruten ins Wasser kriege. Los geht's! Ich sag's euch, ich bin mega am Arsch. Wenigstens, Gott sei Dank, habe ich jetzt einen leckeren Tee. Tee hilft immer. Es war vielleicht eine Anstrengung, sage ich euch. Zuerst, ich kam ja relativ spät ans Wasser. Ist natürlich meine eigene Schuld, aber das ging heute einfach nicht anders. Und es gab nur die Option, gar nicht ans Wasser oder richtig spät ins Wasser. Also ich war um 9 am Wasser. Nee, um 9 lagen meine Ruten, würde ich sagen. Beide. Aber jetzt habe ich einen Lauf. Oh ja, wo war ich stehen geblieben? Ich wollte eigentlich gerade sagen, dass es ganz schön stressig war. Nämlich als ich gerade alles aufgebaut hatte, habe ich einen Fisch gefangen. Toller Fisch, super geiler Spiegler. Richtig nice, so Fisch, wirklich. Zeige ich euch auch gleich. Jetzt am besten gleich. Ihr habt es selber mitgekriegt. Ich war kaum zur Ruhe gekommen. Ich habe mich gerade hingesetzt, habe mir einen Tee gemacht gehabt, wollte euch gerade sagen, wie klein mein Zelt ist, dass ich mich nicht mal aufrecht richtig hinsetzen kann und dass es hier echt so ein Mini-Teil ist, aber dass es wenigstens ein Mückennetz hat, damit die Mücken nicht reinkommen und so weiter und so fort. Also läuft der andere Fisch ab. Und den zeige ich euch jetzt. Geil.
Dankeschön. Mega. Also ich habe richtig abgeräumt. Richtig, richtig geil. Also so schöne Fische habe ich schon lange nicht mehr gefangen. Und bin super happy. Ja, es ist irgendwie 1 Uhr jetzt und ja, am liebsten wäre mir natürlich jetzt weiß mal die ganze Nacht nichts mehr, dass ich mir ein bisschen pennen kann, weil ich habe echt Schlafmangel von den letzten Tagen auch. Und ja, mal schauen, was jetzt alles noch geht. Mehr morgen. Morgen möchte ich euch dann die Geschichte des Herricks näher bringen. Also, bis morgen wahrscheinlich. Schaut euch mal hier die widerlichen Viecher an. Die gibt es hier echt viel zu viele. Morgen. Ich habe gerade einen kleinen Spiegler gefangen. Den schauen wir uns jetzt mal geschwind an. So, ist eigentlich ein ganz cooler Fisch, aber hat auch ein bisschen eine Verkrüppelung. Ich zeige ihn euch mal. Doch, der hat eine, aber die ist vorne verstümmelt. Ich drehe ihn mal noch um. Den Kollegen. Na gut, vielen Dank. So Leute, ich fische Kraut, aber ich habe hier eine freie Stelle gefunden, deswegen kann ich hier wunderbar mit dem Inlinebleiund mit einem Bodenköder fischen. Und dann mache ich das auch recht gerne, wenn es geht. Dann mache ich kein großes Heckmeck. So fische ich eigentlich immer, wenn ich einen freien Boden habe. Die andere Route aber, und da habe ich auch den größten Fisch heute gefangen, die fische ich direkt auf Fadenalgen. Und da verwende ich eine Helikopter-Rig-Montage. Ihr seht hier also ein Fischblei, das habe ich einfach angeknotet an meinen Leader. Dann habe ich hier einen Snowman und das ist sehr wichtig, dass der Snowman super, super gleichmäßig absinkt. Ich habe hier extra dann selbstgemachten Boilie genommen. Könnt ihr übrigens mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt, dass ich euch mal zeige, wie man richtig selber Pop-Ups macht. Und hier habe ich nur das Maiskorn oben drauf, damit der Stopper nicht durchrutscht. Und dieser Snowman, der ist super kritisch ausbalanciert. Das heißt, der sinkt mega langsam ab. Und dann fische ich hier den Helikopter-Rig so lange, dass der Snowman hier unten gegen das Blei stößt im Wurf. Ja, dann kann der sich schlechter verheddern. Und hier oben habe ich es einfach ganz simpel gemacht. Ihr seht, es sind zwei Gummiperlen mit zweimal so einem Gummischnur. Und da helikoptert das Rig hier drumherum. Also simpel, auch sehr simpel. Aber dadurch könnt ihr halt einfach perfekt auf Fadenalgen fischen. Und die sind relativ tief hier, wo ich fische. Außerdem seht ihr hier Trick 17. Ich habe den Widerhaken abgeklemmt. Und der Fisch war perfekt gehakt. Super in den Kescher rein und im Kescher ist dann der Haken abgegangen, als der Druck vom Haken abgefallen ist. Also, so habe ich gefischt zum Erfolg. Den Fisch, den ihr gerade eben gesehen habt, das war der vierte. Könnt ihr ja denken, dass ich mit dem Ergebnis mehr als zufrieden bin. Und so fische ich hier und es funktioniert. Tja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Jetzt gibt's Tee. Ja, ich bin immer noch mega drauf. Wie gesagt, war der Hammer. 4 Fische hatte ich jetzt heute Morgen den vierten. Und der dritte heute Nacht, der war um 3:30. Das war ein richtig bildschöner Fisch. Also das war eigentlich fast schon eine Halbzeile. Auf beiden Seiten hatte der so ungefähr 6-7 Schuppen.
große Schuppen direkt aneinandergereiht auf der Seitenlinie. Ich habe ihn noch nicht gefilmt, weil es einfach, ich war echt mega am Arsch und es war mitten in der Nacht und ja, es musste jetzt auch nicht unbedingt sein. Da riesen Setup mit Licht und alles und ich wollte einfach ins Bett wieder. Weil ich hatte echt wenig geschlafen, weil ich die ganze Zeit Paranoias hatte. Ich bin normalerweise nicht so empfindlich, aber ich hatte die ganze Zeit Paranoias, dass mir so eine Nacktschnecke durchs Gesicht krabbelt. Weil hier gibt es so viele Nacktschnecken, hier ist alles voll von den Dreckviechern. Und ich hatte schon eine innen an der Zeltwand, also habe ich gedacht, ja, die krabbelt mir übers Gesicht oder so ein Scheiß. Und wenn man so im Halbschlaf ist, dann habt ihr vielleicht auch schon mal erlebt, da ich hatte sowas von, keine Ahnung, gestörte Gedanken. Naja. Ich habe mir überlegt, ob ich heute überhaupt über das Herrick sprechen soll mit euch, über die Geschichte vom Herrick. Aber ich habe es gestern angekündigt und ich möchte es auch irgendwie trotzdem machen. Ich hatte eigentlich ursprünglich vor, das hier als Hauptthema zu haben, aber jetzt habe ich so viele schöne Fische gefangen. Wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen Hintergrund rücken, aber es macht nichts. Also wir reden über das Herrick oder ich erzähle euch was darüber. Und das ist ja im Prinzip, geht es erstmal um die Montage, um die Karpfenmontage. Und zwar um das letzte Stück in der Karpfenmontage. Ihr wisst ja, dass es aus dem Englischen kommt und dass wir das deshalb auch Rig nennen. Und wir könnten da auch Vorfach sagen dazu oder Karpfenvorfach oder sowas. Aber beim Karpfenangeln ist alles so ein bisschen verenglischt und ganz viele Begriffe haben englische Hintergründe, englischsprachliche Hintergründe und ja, daher kommt es eben. Übrigens, falls ich hier Zuckungen habe und so, braucht ihr nicht denken, dass ich irgendwie jetzt plötzlich hier eine Krankheit entwickelt habe oder so, sondern hier gibt es einfach 1 Milliarde Stechmücken und die wollen die ganze Zeit an mich dran und mein Blut saugen, aber ich lasse es nicht zu. Es soll heute nicht darum gehen, welche Rigs jetzt gut sind und welche nicht so gut sind und welche effektiv sind und nicht effektiv sind, darum geht es nicht. Sondern es geht um die wichtigste und wahrscheinlich entscheidendste und bedeutendste Erfindung des Karpfenangelns, nämlich das Herrick. Neben Boilie vielleicht. Es ist eine der wichtigsten Erfindungen überhaupt und seither gab es keine so großen, meiner Meinung nach zumindest, keine so großen Einflüsse mehr aufs Karpfenangeln. Ja. Es gibt immer mal wieder irgendwelche neuen Lockstoffe und Geschmacksstoffe und lauter so Filifans, Kissen-Boilies, eckige Boilies, keine Ahnung, River-Cubes und was da alles gibt. Ja, aber das Entscheidende ist einfach, vor 40 Jahren, schon vorher wahrscheinlich, wurde das Herrick erfunden. Und das Herrick, das ist eine wahre, wirklich entscheidende Erfindung. Und vielleicht interessiert dich das ja, wie es dazu kam, zum Herrick. Ja, wie die überhaupt auf die Idee gekommen sind. Heute ist es für uns nicht vorstellbar, dass es damals kein Herrick gab. Für uns ist es völlig klar. Ja, Boilie kommt einfach ans Haar. Aber es gab erstens noch keine Boilies und zweitens noch kein Haar. Da musste erstmal jemand drauf kommen, auf die grandiose Idee. Ja, fangen wir mal ganz hinten an. Ich habe gerade gesagt, vor ungefähr 40 Jahren wurde es entdeckt. Und es ist auch richtig, da wurde es zumindest veröffentlicht. 1981 ist das Buch erschienen von Gavin Maddox. Und da wurde es publik gemacht. Vorher gab es auch mal schon so Gerüchte und sowas. Aber fangen wir mal ganz vorne an. 1980... und auch schon vorher England. Und Angeln als Freizeitsport war in England schon sehr, sehr lange. Es ist ein Riesenthema. Nicht so wie bei uns, wo das jetzt erst in den letzten Jahren so richtig kommt. Ja, auch schon vorher, aber das boomt jetzt erst so richtig. In England boomt es schon ewig. Ja. Und sogar schon viel früher als 1980 hatten sich Angler grundsätzlich überhaupt auf Fischarten spezialisiert. Das ist ja was ganz Besonderes, wenn man sich als Angler sagt, so und diese Fischart, der stelle ich jetzt nach und darauf spezialisiere ich mich. Da fängt ja die, sage ich mal,
das interessante Angeln erst an, zumindest für mich. Und es gab schon 1969 Karpfenangler, da hat sich schon in England die Karpfenszene gebildet. Und zwar wurde 1969 die British Carp Study Group gegründet. Das heißt also, das waren Freaks, so wie wir, Karpfenangler, aber 1969. What? Das ist schon ewig her. Da gab es schon Leute, die gesagt haben, ja, wir angeln jetzt noch auf Karpfen und yo, Karpfen ist der geilste Fisch überhaupt. Yeah, yeah, go. Ja, und das waren Engländer. Und das gab schon ich glaube, bei dem ersten Treffen des Carp Study Group, da waren schon 60 Mitglieder da. 60. What? Und die haben sich jährlich getroffen. Jährlich treffen die sich, also heute auch noch, die gibt es heute noch, die Gruppe. Könnt ihr auf die Internetseite gehen, www.bscg.co.uk. Könnt ihr hingehen, gucken. Aber es ist kein richtiger öffentlicher Verein, man kann da nicht so einfach eintreten. Man muss erstens sowieso Engländer sein und man weiß nicht, ob man Engländer sein muss, aber man muss in England beweisen, dass man Fische gefangen hat. Und zwar muss man so ein paar in renommierten Gewässern, muss man ein paar von den dicken Fischen gefangen haben, dann darf man in die Gruppe eintreten. Verrückt, oder? Und dann kriegt man Zugang zu extra Gewässern und so. Naja, das war nur eine Information am Rande. Es gab also schon 1969 Angler, die sich auf Karpfenangeln spezialisiert haben. Die haben sich dann immer mal wieder getroffen und ausgetauscht und ihr die neuesten Hacks so sich gesagt. Entschuldigung, ich wurde gerade angegriffen. Ja, und mega. Und dann hatten die natürlich auch immer wieder Ideen und so. Und die haben dann echt schon abgefahrene Sachen gemacht. Haben mit allen möglichen Partikeln gefischt, mit Würmern natürlich, Mais auch, mit Bohnen, alle möglichen Bohnensorten, Erbsen, Hanf, Weizen. Alles, was man sich heute vorstellen kann, haben die damals schon gemacht. Die hatten nur eins noch, zwei Dinge hatten sie noch nicht. Am Anfang des Herrick und sie hatten noch kein Boilie. Ja, und diese Karpfen, Profis, Spezialisten, Cracks, Freaks, die Karpfreaks, die haben sich natürlich da Gedanken dazu gemacht. Ja, und ich meine, alle, die sich beim Angeln irgendwie Gedanken machen, werden irgendwann mal voll feststellen, ich meine, so ging es zumindest mir, dass es besser ist, wenn die Hakenspitze frei ist. Ich habe beim Stippen festgestellt, dass wenn die Teigkugel die Hakenspitze nicht verdeckt und ich einen relativ weichen Teig habe, dass ich dann viel mehr Fische beim Stippen fange. Ist ja irgendwie klar. Aber ich habe das erstmal entwickeln müssen, den Gedanken. Nein, ich muss den Haken nicht verstecken. Nein, ich muss die Hakenspitze nicht verstecken. Die Fische stört das nicht. Aber ich fange viel mehr, wenn ich die Hakenspitze freilasse. Das war für mich eine wichtige Erkenntnis. Und die Erkenntnis mussten die damals natürlich auch erstmal machen, weil noch niemand da war, der ihnen gesagt hat, hey, lass doch mal die Hakenspitze frei. Also haben sie angefangen, die Köder so aufzuziehen, dass die Hakenspitze frei liegt. Ja, und sie haben dann angefangen, möglichst lange Haken zu fischen mit langen Hakenschenkeln, sodass sie die Köder bis aufs Öhr nach hinten schieben konnten und der ganze Hakenbogen frei lag. So hatten sie relativ guten Hakeffekt und viele der Fische, die die Köder eingesaugt haben, haben sie auch erwischt. Übrigens, die haben auch immer Schwarztee getrunken, so wie ich. Geil. Ja. Ja gut, sie haben, wie ich schon gesagt habe, alle möglichen Ködersorten gefischt und unter anderem auch Teig. Beim Teig haben sie festgestellt, dass der sehr fängig ist, aber sehr schnell vom Haken abgeht und auch sehr schlecht am Hakenschenkel hält. Irgendwelche findigen, extrem intelligenten, superschlauen, cleveren und Gott sei Dank großartigen Anglern haben dann irgendwann festgestellt, hey, wir können doch den Teig einfach ein bisschen kochen. Dann haben sie ihn also ein bisschen gekocht, aber damals haben die Teigkugel noch nicht durchgekocht, sondern sie haben einfach nur noch den kurz gekocht, sodass die Teigkugel eine feste äußerste Schicht bekommen hat. Und das hat ihn also resistent gemacht gegen Weißfischattacken und sie konnten ihn trotzdem noch auf den Haken aufziehen, nämlich auf den Hakenschenkeln, wie sie es eben gemacht haben. Boilie auf den Hakenschenkel und genau, so haben sie dann gefischt. Natürlich hieß damals das Boilie noch nicht Boilie. Ja, im Buch von Kevin Maddox wird also das Boiled Special
oder Boiled Bait genannt, also gekochter Köder. Die hatten dafür noch keinen eigenen Namen. Ja, die haben da ja das auch in kleinster Stückzahl gemacht. Die haben mit Teig gefischt und gefüttert und haben dann eben kleine Kugeln geformt, die kurz gekocht und sie dann auf ihren Hakenschenkeln aufgezogen. Ja, und so haben die ziemlich lange gefischt. Ja, bis. Und die haben ja auch immer sehr nah am Ufer gefischt. Ja, also die hatten damit ja damals ja auch noch keine solchen hochwertigen Kohlefaserblanks. Die hatten da oft noch gar keine Kohlefaserrouten. Die hatten da Glasfaserrouten, konnten damit nicht so weit werfen, hatten relativ günstige, also nicht günstige, hatten noch keine so hochwertigen monophilen Schnüre und alles war einfach noch in seinen Kindertagen. Und deswegen. Ja, deswegen war alles, was die gemacht haben, halt einfach noch ganz am Anfang. So wie wirklich blutige Anfänger heutzutage, die gar keine Ausrüstung haben, die wirklich auch nicht weit werfen können. Die haben 20 Meter vom Ufer gefischt, höchstens. Meistens haben sie direkt in Ufernähe gefischt. Die haben die Fische gesucht und haben sie direkt angeworfen. Und deswegen haben die auch irgendwann festgestellt: Halt mal, der Fisch hat doch gerade meinen Köder eingesaugt. Aber hat ihn einfach wieder ausgespuckt. Heute haben wir das schon oft beobachtet. Ja, in Unterwasservideos, da sehen wir das. Die Fische spucken es aus, immer noch, obwohl wir hoch ausgeklügelte Hair-Rigs haben. Und damals hing der Köder einfach auf dem Hakenschenkel und der Fisch einfach wieder ausgespuckt. Und das ist häufig passiert. Das stehen Anglern damals, das haben die dann in ihrer Carp-Study-Group besprochen. Hey, weißt du was, hey, die haben da. Der Karpfen kam, hat mein ganzes Futter weggefressen und da hatte den Haken einfach wieder ausgespuckt. Ja, und so sind sie dann irgendwann drauf gekommen und sagen, hey, wir müssen uns da was überlegen. Ich habe euch ja gesagt, dass sich damals viele ganz speziell und intensiv mit dem Karpfenangeln beschäftigt haben. Und Kevin Maddox, Lenny Middleton und dabei war noch Arthur Clark. Arthur Clark ist da von denen der wenigste Bekannte und Lenny Middleton eigentlich auch nicht so. Der bekannteste ist Kevin Maddox, weil der hat natürlich auch das Buch geschrieben, Carp Fever, und ein Riesenhit. Ist übrigens nur empfehlenswert, auch heute noch zu lesen. Da kann man so viel lernen, auch mit was von der Verbissenheit und mit was von dem Engagement der gefischt hat. Und der hat da alles reingehängt, sein komplettes Herzblut. Und wenn man das liest, dann merkt man das. Und dann. Unfassbar, was die Angler 1980 schon gefangen haben und geleistet haben. Unfassbar. Ja. Gut, darum soll es nicht gehen. Kevin Maddox, auch von dem werde ich jetzt hier ein bisschen mehr sprechen, weil ich da das Buch habe, Carp Fever, und es ist einfacher, von einer Person zu reden, als immer alle Namen zu sagen, die da irgendwie da gleichzeitig vielleicht auch was entwickelt haben, und ist mir eigentlich auch egal. Sondern es geht darum, dass die sich einfach intensiv damit beschäftigt haben. Und Kevin Maddox hat eigentlich den unwiderstehlichen Köder gesucht. Er hatte zu Hause einen Fischtank, also ein Aquarium, ein Fischtank wird es im Buch genannt, ein Aquarium. Und in dem Aquarium hat er immer seine Fische gefüttert und hat darauf geachtet und geschaut, wie die auf Futter reagieren. Welches Futter sie besonders aufgeregt fressen, welches nicht. Und was sie liegen lassen, was sie zuerst, was sie zuletzt fressen und so weiter und so fort. Er wollte den ultimativen Köder. Und dabei hat er festgestellt, dass hat er auch immer eine Montage dazu gelegt, aber festgestellt, dass die Montage immer wieder liegen bleibt. Ja, und dass die Fische einfach misstrauisch waren. Die haben gesehen, das beschreibt er im Buch, dass der Köder sich nicht natürlich bewegt. Dass der irgendwie da steif an dem Haken dranhängt. Und dann haben sie den einfach nicht gefressen. Also hat er sich überlegt mit seinen Freunden, wie sie das wohl machen können, dass der Köder sich frei oder natürlich bewegt. Sie sind also auf die Idee gekommen, dann irgendwann den Köder getrennt vom Haken anzubieten, sodass der Köder, wenn der Fisch den einsaugt, den Haken mitnimmt, ohne dass es der Fisch möchte. Beim Einsaugen wird der Haken, der so arglos daneben liegt, einfach mit eingesaugt. Das ist der Urgedanke vom Herrick. Und
Ja, sie haben dann also ein Material gesucht, weil früher waren die monofilen Schnüre noch relativ dick und steif und sie wollten was ganz Natürliches, Unauffälliges. Also hat Kevin Maddox von seiner Frau Haare ausgerissen. Okay, vielleicht waren es auch die, die eh schon rumlagen. Auf jeden Fall hat er Haare genommen und hat dann den Köder an den Haken mit einem Haar angebunden. Daher auch die Haarmontage, das Hair Rig. Sie haben dann im Anschluss festgestellt, dass die Karpfen jetzt diese Montagen völlig arglos aufnehmen. Dass sie die beim Fressen einfach mit einsaugen und sich supermäßig haken. Es war natürlich streng geheim, das haben sie auch niemand erzählt. Und das war also top, top secret. Und die Karpfenangler, die davon wussten, die haben die Gewässer, an denen da so gefischt wurde, komplett umgekrempelt. Die haben Serien gefangen ohnegleichen. Die haben die Gewässer komplett auseinandergenommen, nur aufgrund des Herrigs. Weil die Fische einfach dann immer direkt gehakt wurden. Die haben sensationelle Fänge gehabt. Und ganz lang wussten natürlich, die haben dann auch schon so Angling Times und sowas gehabt, so Zeitschriften, also Zeitungen hatten die da schon immer. Und da kommen dann die unfassbaren Fänge drin vorgekommen. Und ja, niemand wusste von dem Geheimnis. Ja, irgendwann ist es dann rausgekommen. Ja, irgendjemand verplappert sich halt immer, ja. Und 1981 hat also Kevin Maddox sein Buch Carp Fever rausgebracht. Und dort hat er das dann auch beschrieben, wie das aussieht. Und ja, das Buch unbedingt mal lesen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ist allerdings auf Englisch. Diese Übersetzungen sind relativ schlecht, also vielleicht müsst ihr euch auf Englisch durchboxen. Es lohnt sich aber auf jeden Fall. Das Buch wurde nicht umsonst als Karpfenbibel bezeichnet. Ja, ich würde sagen, jetzt schauen wir uns mal ein paar Vorfächer an, was es da so gab und was so die Schritte waren vielleicht. So, hier könnt ihr jetzt so eins von diesen ersten Rigs sehen, die es damals so gab. Sie hatten eine monofile Schnur, da haben sie den ans Öhr einfach angeknotet. Und zwar, ja, diese monofile Schnur ist ja relativ realistisch. Die hat 0,28 mm und ja, die hat so 15 Pfund Tragkraft. Sowas haben die da gefischt. Die haben teilweise auch noch 10 Pfund oder 12 Pfund Tragkraft gefischt. Wir hatten ja auch sehr weiche Ruten und dann ging das, ja. Und wenn die da halt mal einen Fisch im Kraut hatten, mussten sie halt rein. Und dann haben sie hinten ein Haar genommen von ihrer Frau oder von ihrer, wem auch immer. Und ich habe jetzt hier eine Zahnseide genommen. Ist übrigens immer noch sehr empfehlenswert, als Haarmaterial eine Zahnseide zu nehmen. Ist unfassbar weich und kann man mit Schlamm oder Kraut ein bisschen einfärben. Und am Anfang haben die da aber monofile Schnur genommen. Und als das mit den Haaren, haben sie irgendwann festgestellt, dass die krachen zu schnell ab. Dann haben sie da einfach dann 1 Pfund Mono genommen. Und zwar hatten die da, im Buch wird beschrieben von Kevin Maddox, 2 bis 4 oder 5 Inch Haarlänge. Inch. 1 Inch sind 2,44 Zentimeter. Wenn die 2 Inch Haarlänge hatten, 2 Inch Haarlänge, dann waren das fast 5 Zentimeter Haarlänge. Es hier ungefähr. Hier. Meine Ködernadel ist ungefähr so lang. Hier war der Beuli angebracht oder der Köder. Da. Und da war der Haken. Das heißt, die haben es richtig ernst genommen, den Köder vom Haken zu trennen. Ja, und da im Buch steht 2 bis 4 Inch. 4 Inch, das sind ja dann schon 10 cm fast. Also 10 cm vom Haken entfernt der Köder. Also das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Bei uns wird manchmal der Köder hier direkt im D-Rig gefischt. Ja, so das war also so die erste Version. Und irgendwann haben sie dann also angefangen, hier den Rest vom Knoten das mit dem Öhr nach hinten durchzufädeln. So wie wir es jetzt hier sehen können. Nur haben die noch keinen knotenlosen Knoten gemacht. Die haben einfach hier einen ganz normalen Knoten gemacht und haben dann die Vorfachschnur nach hinten durchgefädelt und ja, wegstehen lassen. Irgendwann haben sie dann auch angefangen, hier Silikon drauf zu schlaufen, so damit das Haar am Hakenschenkel entlang geht. Und sie haben dann auch irgendwann angefangen,
hier einen knotenlosen Knoten zu machen. Und das war auch schon der erste große Schritt, weil dann nämlich die Schnur hier abgestanden hat vom Öhr nach innen und das hat den Haareffekt schon deutlich verbessert. Ihr seht hier, ich habe hier ummanteltes Vorfachmaterial, das hatten die natürlich jahrelang noch nicht. Erst Kristen kam dann irgendwann mit Snakebite raus und die hatten da das ummantelte Vorfachmaterial. Jahrelang hatten sie das nicht. Die hatten am Anfang nicht mal geflochtene Schnur. Die hatten dann irgendwann mal Dacron und Dacron war ein sehr dickes Geflecht. Seht also, Schritt 1, einfach nur ein Hakenschenkel reingebunden, das Haar. Habe ich übrigens auch schon oft gefischt. Ist auch heute noch sehr, funktioniert auch heute noch super gut. Also, Schritt 2, einfach nur Silikon drauf und gut war's. Dann kam eine große Erweiterung, nämlich von Jim Gibbonson. Jim Gibbonson war Lehrer und hat auch viel auf Karpfen geangelt und hatte auch gut viele Gedanken entwickelt zum Karpfenangeln. Und der hat den Liner-Liner entwickelt. Den Liner-Liner, das war eine Montage, die sich an den Bendhook orientiert hat. Irgendwann haben sie festgestellt, dass lange gebogene Haken unfassbar gut haken. Also haben sie sehr lange gebogene Haken gefischt. Die haben auch super gehakt, nur war das Problem, dass dieser lange Hakenschenkel die Fische, die Fischmäuler komplett zerrissen hat. Also wurden die auf den allermeisten Gewässern verboten und es war sehr verpönt, die zu fischen. Aber Jim Gibbonson hat sich überlegt, mit einem Schlauch den Haken zu verlängern, um die Hakeigenschaft zu verbessern. Und damit, um das noch weiter zu treiben, hat er also die Vorfachschnur aus dem Schlauch ausgefädelt. Hier kann man es gut sehen. Und den Liner-Liner fischen wir heute noch sehr oft, aber kaum noch einer bindet ihn selbst. Die meisten verwenden jetzt irgendwelche Kickers oder so. Aber ich mache das immer noch ganz gern und ja, ist eine super Montage, die kann man heute auch noch sehr erfolgreich damit fischen. Ja, und der hatte, glaube ich, 1985 hat er sein Buch veröffentlicht, Jim Gibbonson. Also irgendwie sowas. Also Wahnsinn. Ja, und über die Jahre hinweg haben sich natürlich nochmal unglaublich viele verschiedene Versionen von Carpen Rigs entwickelt und getan. Und ich habe ein uraltes Buch, das nennt sich BK, der Begleiter von Karpfenmontagen oder irgendwie so. Habe ich mal gekauft, als ich mal in England war auf einer Messe. Da gab es die deutsche Übersetzung auf der englischen Messe. Das war lustig. Und da habe ich so 5 Euro oder sowas gekriegt. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube 5 Pfund. Und der Verkäufer hat gedacht, ja krass, ein Deutscher, dem schwätze ich das auf. Und ich habe gedacht, ach krass, ein deutsches Buch, das nehme ich mit. Es war natürlich nicht deutsch, sondern einfach nur schlecht übersetzt. Aber nicht schlimm. Ich habe da schon öfter mal reingeguckt und ist echt lustig. Ich zeige euch mal jetzt ein paar Bilder, wo man die ganzen Montagen drauf sehen kann. Ja, ich meine, hier könnt ihr mal zum Beispiel sehen, das sogenannte Amnesia, die Amnesia D-Montage. Natürlich, das Amnesia D-Rig wurde damals schon gefischt. Ja. Also das D-Rig ist jetzt nichts Spezielles. Wenn ihr es euch jetzt anschaut, der einzige Unterschied ist, dass die monophile Schnur nicht zurückgeführt wird durch das Hakenöhr und dann angekokelt wird und verbloppt wird, sondern die haben einfach 2 Silikonschläuche drauf gefischt. Ja. Und das seht ihr, das ist ein D-Rig, sogar mit Rig-Ring und allem. Also schon ewig her und trotzdem eigentlich nicht verändert zu heute. Ja, oder sie haben ja alle möglichen anderen noch D-Rigs mit Geflecht gefischt. Sie haben auch Big Hook Rig, da haben sie sehr langen Hakenschenkel gehabt und den Ring auf den Haken aufgeführt. Also im Prinzip so eine Art Ronnie Rig, so wie wir es heute schon haben. Nur halt ohne Wirbel. Also hat sie nicht so viel getan, wie man manchmal denkt. Die haben auch total verrückte Rigs gefischt. Zum Beispiel haben sie die Boston-Montage gefischt. Schaut es mal an. Da haben die extra in den Hakenschenkel noch richtig dicke Mono reingepackt und die so abstehen lassen, dass der Fisch den Haken schlechter wieder ausspucken kann. Die Idee war, beim Einsaugen stören die Mono-Stücke nicht und beim Ausspucken sollen die sozusagen eine Sperre sein, sodass der Fisch den Haken nicht mehr rauskriegt.
Wahnsinn. Also das haben die auch gefischt, glaube ich mal. Also ich würde sowas nicht fischen, aber ich habe es mal probiert. Als ich war 2006, 2005 in England ein Jahr lang und habe da die ganzen englischen Bücher gelesen und die Zeitschriften und war dann total freaky unterwegs und habe alles ausprobiert. Ich habe 5 cm lange Haare gefischt und habe natürlich Runs gekriegt und der Fisch hing nicht. Und ich habe verrückte Rigs gefischt, weil ich gedacht habe, yeah, yeah, aber ganz ehrlich, alles ein bisschen freaky, ein ganz normales Hair-Rig und ganz normal irgendwie so, sogar wenn man nur einen Knotenlosen macht und nicht groß drumherum, simpel, dann fährt man auf jeden Fall besser als die verrückten Sachen, die man da manchmal sieht. Ja, zum Beispiel auch hier die halbe Borstenmontage. Ein unfassbar verrücktes Rig, der beschwerte Kipphaken. Zieht euch das mal rein, das wird hier ernsthaft in dem Buch beschrieben. Wir haben ein Pop-up und der Haken, der wird falsch rum auf montiert sozusagen. Der Boilie hängt am Öhr und schwebt nach oben hin. Keine Ahnung, ob damit jemand Fische gefangen hat. Oder hier zum Beispiel ein Rig, das Schwimmervorfach wird hier übersetzt. Keine Ahnung, wie das im Englischen dann hieß. Und das ist eigentlich total simpel. Durch das Öhr eine Mono gezogen, wo man dann den Boilie drauf baut. Also Pop-up natürlich. Ja. Und das würde, glaube ich, heute auch noch funktionieren. Warum nicht? Oder hier das Medusa-Vorfach. Das habe ich sogar auch schon gefischt. Das ist richtig cool. Ihr macht einfach eine ganz normale Montage. Zieht anstatt einem Boilie, zieht ihr einen Korkball auf und dann mit Sekundenkleber den ganzen Korkball voll mit Maden kleben. Bisschen viel Aufwand und wenn ihr viele Weißfische habt, ist der Korkball ratzfatz leer gefressen. Aber sieht voll cool aus. Oh ja, und hier habt ihr jetzt den sogenannten Bend Hook. Und ihr seht jetzt, Bend heißt gebogen. Und das ist jetzt eine bestimmte Hakenform. Und ihr seht, der hat eine richtig krasse Ecke drin. Und am Anfang haben die einfach langschenkelige Haken genommen und haben die mit der Zange gebogen. Bis dann irgendwann einer auf die Idee kam, einfach mal so einen Haken herstellen zu lassen. Und der hat auch gefangen wie Sau, aber durch diesen extrem langen Hakenschenkel hat der natürlich beim Drill gehebelt wie Sau und hat den ganzen Fischen das Maul verrissen. Und deswegen wurde der dann verboten. Und daraufhin hat dann Jim Gibbinson den Line-Liner erfunden, der dann auch einen langen Hebel hat im Fischmaul, beim Haken. Aber im Drill, dadurch, dass der Schlauch nachgibt, wurde das Maul nicht mehr zerrissen. Auch ein sehr bekanntes Rig, das ich glaube ich auch sogar heute noch so fischen würde, das macht nur keiner mehr, weil keiner mehr Bock hat, sich den Stress mit dem Schrumpfen zu machen und so, ist das Withy Pool Rig genannt. Ja, dabei wird auf den Haken ein Rigring draufgezogen, auf den das Pop-Up, das ist ein Pop-Up-Rig, hängt. Und dann wird ein langer Schlauch genommen, der in einer Kurve geschrumpft wird. Ähnlich wie bei einem Chod-Rig. Bei einem Chod-Rig haben wir das ja auch, nur dass wir da ein Mono nehmen und das biegen durch Reiben. Und dort wurde halt einfach ein Schrumpfschlauch genommen, der in die Kurve, in einer Kurve geschrumpft wurde. Und das haben sie dann gefischt, unten am Ende des Schlauchs hing dann ein kleines Schrotblei oder ein Netblei und da haben die dann mit dem Pop-Up das Withy Pool Rig gefischt. Ich glaube, das ist heute auch noch sehr erfolgreich. Wäre gerade zum Beispiel an einem Jod dran oder so, bräuchte man halt nicht diese dicke Mono nehmen. Aber das Problem ist, wenn man da halt mal einen guten Fisch fängt, ein, zwei, dann muss man das Rig halt neu binden, weil komplett neu machen, weil der Schlauch dann komplett im Arsch ist. Ja, und hier zeige ich noch ein paar Pop-Up-Montagen. Nochmal zwei Stück mit Ring und Gummistopper und so. Und da seht ihr halt, die hatten einfach noch keinen knotenlosen Knoten. Die haben das noch nicht gewusst. Da haben sie halt einfach am Öhr angebunden. Und hier wird jetzt beschrieben, wie der Liner gebaut wurde. Ja? Also ist ja kein Geheimnis, aber macht heute halt keiner mehr. Heute verwenden alle Kickers. Solche kleine Gummi-Silikon-Tubes, die hinten schon die Biegung haben. Sind schon vorbereitet, die werden einfach nur noch aufs Öhr aufgesteckt. Ja, also ich finde sowas ja super spannend und wie das Hair-Rig entstanden ist, finde ich total verblüffend und auch mit was in der Leidenschaft die Karpfenangler damals schon hier sich Gedanken gemacht haben und
Das kann man sich ja kaum vorstellen. Ja. Die mussten auch alles irgendwie noch selber erfinden und machen. Da gab es nicht alles schon zum Kaufen. Aber trotzdem, richtig cool. Und wenn man das so anschaut, dann merkt man eigentlich, wie wenig sich getan hat. Wie wenig sich zu heute, sag mal 50 Jahre später, kaum was passiert ist. Ja, 40, 50 Jahre. Es ist kaum was passiert im Bereich von den Montagen. Und das liegt daran, weil das gar nicht so wichtig ist in meinen Augen. Ja, ihr braucht keine so abgefahrenen Montagen. Ihr braucht einen scharfen Haken, einen guten Köder und der muss an der richtigen Stelle liegen. Und wenn das der Fall ist und ihr jetzt nicht einen total abgefahrenen Käse gebunden habt, dann hakt es auch. Ja. Ich meine, das sieht man ja auch daran. Es gibt so viele Profis, richtige Experten, die fischen ganz simple Vorfächer. Da wird nicht rumgeeiert. Da werden nicht stundenlange, hochkomplizierte Rigs gebunden. Die bauen effektive Rigs, wo nichts schief gehen kann. Deswegen fische ich zum Beispiel auch Monos ganz gerne, Mono-Rigs, weil da gibt es keine Verhedderungen. Oder ganz, 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 ganz selten nur. Das ist mir total wichtig. Vor allem, wenn ich möchte einfach sicher sein, dass mein Haken sauber präsentiert wird, mein Köder. Und da darf es keine Verhedderung geben. Auch nicht, wenn mal 20, 30 Weißfische kommen und da dran rumnudeln. Da muss der Köder immer noch sauber liegen. Und je komplizierter euer Rig ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass da mal was schief geht. Tja, das ist aber ein anderes Thema. Die Geschichte des Hair-Rigs. Ich finde es mega spannend. Keine Ahnung, ob ihr das findet, ob es interessant findet oder so. Aber das könnt ihr euch anhören. Wenn es euch nicht interessiert, guckt euch halt nur die Fische an, wie immer. Ja, 8 Minuten oder so werden meine Videos im Durchschnitt geguckt oder 7. Aber egal, haut rein, schönen Tag noch. Ich guck mal, ob noch was geht. Ansonsten wird es hier langsam mal aufgeräumt und trinkt noch 1-2 Tee und dann ist gut. Heute. Jetzt ist 9:30 Uhr, geht's heim zum Frühstücken und muss sagen, um 9 ging kein Fisch mehr ab. Ich habe aber auch festgestellt, dass die eine Rute verheddert war und die andere, die war in Fadenalgen, aber das ist ja normal, die habe ich ja extra in Fadenalgen gefischt. Da habe ich ja auch den besten Fisch gefangen. Naja. Ich bin trotzdem mega zufrieden. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.